Einen wunderschönen guten Tag, liebe Wrestling-Talk-Freunde und Independent-Wrestling-Fans. Wir sind wieder da zum Chikara King of Trios Review-Podcast. Mit dabei The Fabi, unser Fabi. Hallo! Und der A. Kevin O., unser Kevin. Mahlzeit. Mahlzeit. So, wir haben so ziemlich das, ja, nach dem Battle of Los Angeles größte Independent-Turnier des Jahres hinter uns gebracht und wollen heute mal gucken, ob wir es hinkriegen, das Ganze unter 5 Stunden in einer Review zu verpacken. 3 Tage gilt es zu verfrühstücken und ich würde sagen, wir legen einfach, um keine Zeit zu verlieren, einfach mal los. King of Trios, Night One, begann mit Gavin Loudspeaker, der die Zuschauer begrüßte und gleich einen bekannten Gastkommentator vorstellte. Mit Sean Waltman, auch bekannt als X-Pac oder den ganz Alten unter uns, als 1-2-3-Kid, stellte sich zur Seite und ja, machte seinen Job eigentlich ganz gut, so wie ich es empfunden habe. Und wie habt ihr das denn gesehen mit Sean Waltman? Solide? Ja, schlecht? Der hat ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Aber als er dann drin war, hat es ganz interessant gemacht. Da hat er auch ein paar schöne Hintergrundinfos reingebracht. Und, ein paar Witze hat er auch gemacht. Er hatte zwar nicht die angenehmste Kommentatorenstimme, aber sonst war ganz cool, ja. Ja, sehe ich genauso. Sehr schön, dann sind wir uns da bei dem Punkt ja schon mal alle einig. Gehen wir gleich am besten ins erste Match. Wir haben ja doch ein paar mehr am Tag 1 gehabt. Das erste Runde-Match. Team UK gewann gegen The Block Party nach einem Pin an Prakash Chabbar durch Andrews nach einer Shooting Star Press. Wie habt ihr das Match gesehen? Ja, es war ein guter Opener. Team UK, klar, das wrestlerisch stärkere Team. Block Party. Klar, ja, aber ganz weit. Weit im Abstand. Ja, Block Party, wrestlerisch, ja. Halbwegs in Ordnung, sag ich mal. Da widerspreche ich dir gleich. Mach du erstmal. ja, das Match war halt jetzt nicht wirklich gut, aber für einen Opener hat es gereicht erstmal. Ja, also ich muss erstmal Fabi zustimmen. Er hat ja in der Preview schon gesagt, dass Team UK aus sehr guten Leuten besteht. Fand ich auch. Die haben mir viel Spaß gemacht, die ganze Zeit auch über. Ja, und die Blockparty. Bis auf den Protellian Boar of Moldova kann da von denen eigentlich keiner was. Der Boar ist einfach nur groß und verteilt harte Aktionen, wie jetzt zum Beispiel, er hat einen unheimlich hart aussehenden. Aber sonst, Mr. Aserbaidschan lebt nur durch sein Gimmick. Was aber okay ist, macht er ganz gut als hübschester Mann aus Aserbaidschan und Sean Waltman macht die ganze Zeit Witze. Ja, ich weiß ja nicht, wie die Männer in Aserbaidschan aussehen, aber der Stand darf da nicht so hoch sein. Und der Dritte im Bunde, jetzt muss man eben... Prakash Chabbar oder so. Genau, danke. Der ist ja nur gruselig. Den fand ich nur schlimm im Ring. Macht ja quasi den osteuropäischen 1-2-3-Kid, beziehungsweise X-Pack. Und Sean Waltman bei jeder Aktion, oh, die Aktion, die kommt mir so bekannt vor. Aber das Match war, es war schnell zu Ende und da war ich auch relativ froh drüber, dass dann Team UK weitergekommen ist. Ja, und zur Strafe durfte er ja auch dann den Pin einstecken, um da die Verhältnisse auch nochmal gerade zu rücken. Da muss ich nochmal sagen, normalerweise ist Evan Bourne einer, der wirklich die schönste Shooting Star Press hat, aber die von Mark Andrews sah auch wirklich gut aus, besser als die meisten anderen. Das stimmt, der ist sehr, sehr flüssig und sehr, sehr schön geflogen, das ist richtig, die sah sehr, sehr fließend aus, das war gut. Ich denke, dann haben wir das erste Match auch durch. Keine große Überraschung in diesem Fall, dass Team UK gewinnt, ist ja, glaube ich, kein Upset im eigentlichen Sinne, eigentlich absolut verdient und in Ordnung. Mhm. Im zweiten Match gewann Gekido gegen Night Eye for the Pirate Guy via Submission von Jolly Roger in einem Armbar von 17. Interessant, Jigsaw weigerte sich gegen seinen Bruder zu kämpfen, aber Roger teilte Jigsaw mit, dass er nicht sein Bruder sei. Also hier scheinen ja auch familiär die Fett
Ja, was sagt ihr dazu? Ja, fange ich mal an. Ich fand das Match besser als das erste Match. Es war jetzt immer noch kein wrestlerischer Klassiker, aber es war okay. Halt Night Eye for the Pirate Guy haben relativ Comedy gefahren, bis auf Prinzessin Kimberly, die auch gut ausgeteilt hat und vor allem auch verdammt viel eingesteckt hat. Das finde ich dann an den Superkick von The Shark gegen Kimberly denke. Alter, die hat den voll gefressen. Ja, und ansonsten, mich hat das Ende ein bisschen irritiert, weil Kimberly hat irgendwann den Hot Tag geschafft und Jolly Roger hat dann aufgeräumt im Ring, musste aber dann halt trotzdem irgendwann diesen verbotenen Armbar-Move von 17 einstecken. Und ein Kollegen hat ihm geholfen. Also Lance, die hat sich halt um Prinzessin Kimberly gekümmert. Das fand ich so ein bisschen suboptimal gelöst und da habe ich mir gedacht, so, ah, da hätte man vielleicht noch und. Aber okay, das ist es vielleicht nur ich. Aber sonst war das Match okay. Ich hatte relativ Spaß an dem Match. Fand es eigentlich auch sogar relativ gut. Jolly Roger und Lance Steel machen immer wieder Spaß im Ring zusammen. 17, The Shard und Jigsaw im Ring über jeden Zweifel erhaben. Alle drei gute Wrestler. Ja, vor allem interessant fand ich wirklich, dass kaum stand immer Jigsaw gegen Jolly Roger, hat sich Jigsaw in die Ecke gesetzt und hat nichts mehr gemacht. Wurde aber von seinen beiden Kollegen. Genau. Ja, eigentlich hat Kevin da eigentlich auch schon alles gesagt. Ja, sehr gut. Da müssen wir es ja auch gar nicht Also unbedingt. vielleicht sollte man noch sagen, dass nachdem hier Jolly Roger gesagt hat, hier, du bist, er hat ja gesagt, du bist nicht mehr mein Bruder. Nicht, dass Genau. er, genau, und dass dann Jigsaw wirklich im Ring wirklich zusammengebrochen ist Der war am Ende. der war total am Ende. Der Stimme hat er echt gut gemacht. Also, das kam echt gut rüber. Gut. So, beim dritten Match gewann die Spirit Squad gegen Kisani und his Auditorium nach einer Leg Drop Body Splash Kombination von Mikey und Kenny. Besonders überraschend für mich, zum einen, dass Kefka the Quiet entgegen vorheriger Fürchtung doch am Match teil in seiner unnachahmlichen Art und Weise und dass die Spirit Squad trotz ersatzgeschwächter Besetzung, Dolph Ziggler hatte keine Zeit, das Match tatsächlich gewinnen konnte. Hatten wir in der Preview so nicht auf dem Schirm. Erzähl doch mal was. Ja, ich finde es eigentlich den Sieg jetzt nicht sonderlich überraschend. Also schon überraschend, aber ehrlich gesagt hatte ich schon am Anfang ein bisschen Bauchschmerzen, dass das Auditorium eine Runde weiterkommen sollte. Dadurch kann ich schon verstehen, dass die Spirit Squad weitergekommen ist und die haben mich an Tag 2 auch denn nicht enttäuscht, aber wir kommen dann später hinzu. Das Match an sich war recht gut. Kisani war nicht im Ring, das war gut. Wie immer, wenn er im Ring steht, ist er nicht im Ring. Ja. Aber sonst, man hätte ja vielleicht denken können, dass zum Beispiel hier ein Johnny ein bisschen Ringrost hat, aber dem war nicht so. Die haben ordentlich Dampf gemacht, die drei. Und hat mir ganz gut gefallen. Ja, nur dass sie den Finisher von Mysterio Portal geklaut haben. Ja, aber den haben sie ja schon länger. Also hatten sie mal. Okay. Also letzten Endes doch gar nicht so überraschend und Überraschend schon, aber eine positive Überraschung, sagen wir es mal so. jo. gut. Dann kann ich damit auch leben. Für mich, wie gesagt, sind das ja noch alles die ersten tapsenden Versuche. Und ich war überrascht, dass die Spirit Squad tatsächlich das Rennen macht. Nicht wirklich überraschend war dann das vierte Match, wo The Flood gegen Spectral Envoy gewonnen haben, via Pin an Frightmare durch Kingston nach einer Backfist to the Future. Hier trat ja dann auch mal der große, ich nenne ihn mal Chikara-Diktator in Erscheinung. Wir haben ja schon gerätselt, wann das passieren würde. Hier ist es passiert, um Mantis abzulenken. Und ja, letzten Endes Flat gewann, Favoritensieg, eigentlich alles normal. Ja, genau. War bis Stand da das beste Match. Jo.
Auch die Unbekannte von uns hier, der Herr Wolga, der war auch ganz gut, der hat mir gut gefallen soweit. Der stand es aber auch jetzt nicht so häufig im Ring, Ja, sondern hat aber das, was größtenteils er gemacht hat, war ordentlich. auf jeden Fall. Ein paar Big Man Moves und sowas hat er ganz gut gemacht. Ja, und dann, als es knapp da aussah, als ob der Envoy das Match gewinnen wird, ja, kam Deukalion rein und hat Delirious auf Ultramantis gehetzt, was dann zur Ablenkung genutzt worden ist und 1, 2, 3. Ich weiß gar nicht mehr, wer wen gepinnt hat. Fabi, weißt du das noch? Ich glaube, es war Jacobs, der. Nee, das war Nee, Quatsch, Kingston. Kingston. Nee, nein, Kingston hat ihn die Backfist verpasst und Jacobs hat ihn gepinnt. Wie auch in dem Match danach und in einem anderen Ja, Match. stimmt, kann sein, kann sein. Kingston schlägt die Backfist und. Ja, genau so war das, ja. War bis dahin das beste Match an Tag 1. War auch Ja. sehr intensiv und sehr, sehr hart geführt, weil es halt die erste richtige Chikara gegen Flat. Vlad Trio-Match war. Genau so. Ja, ich fand das Match auch recht gut. Allerdings habe ich mir da etwas mehr erwartet, denn fünf gute Wrestler und Folger. Ja, muss man leider so sagen. Also im Gegensatz zu den anderen, ja, hast du recht, kann man so sagen. Und ja, es war trotzdem immer noch sehr gut. Match bisher das Beste gewesen. Dass man Decay und Delirious eingebaut hat, konnte man sich denken. Ja. Ja. Viel mehr gibt es dazu eigentlich auch Mir ist nicht zu auch zum sagen. ersten Mal bei Deukalion eingefallen, du siehst unter der Maske, wann er atmet, weil der hat vorne, der hat ja diese Art, Atemmaske oder diesen genau, Propeller? so eine Rauchgasmaske auf und vorne diesen Propeller drin. Und immer von der Atmung siehst du, wie sich der Propeller dreht. So. Fehlt nur das Geräusch dazu, dann wäre es noch ein bisschen cooler gekommen. Ja, alles in allem ist hier das Team weitergekommen, was wir uns eigentlich auch schon im Vorfeld ja, ausgerechnet hatten, will ich es mal nennen. Und Korrekt. dass der Diktator hier seinen Auftritt haben würde, war eigentlich auch wenn dann da, das machte schon Sinn. Ja, gehen wir weiter. Fünftes Match des Abends. Die Devastation Corporation gewann gegen Team Extravaganza via Pin an Marion Fontaine nach dem Death Blow. Auch hier würde ich mal sagen, das Match, wo im Vorfeld wir ja schon drüber geredet haben, dass wenn es irgendwo ein Squash geben würde, dann in dieser Paarung. Und ich glaube, wir wurden nicht enttäuscht, oder? Absolut nicht. Aber erstmal möchte ich anmerken, dass die Devastation Corporation mich sehr, sehr positiv überrascht hat. Besonders Max Mashmaster, weil der hat mal bestimmt locker 75 Kilo runter gehabt. Also das war wirklich wow. Also dachte ich, der ist aber rank und schlank geworden. Hat zwar immer noch hier sein kleines Bäuchlein und alles, aber haben mich gut überrascht. Ja, und was heißt Squash? Es war ja relativ lang. Also es war bestimmt so 9 Minuten lang oder so. Aber Cotton Belly und Fontaine haben keinen Stich gegen die gesehen. Die haben eigentlich nur aufs Fressbrett bekommen. Nur eigentlich Thunder Kitty konnte mal irgendwie so einen Suplex auspacken oder sonst irgendwie was. Aber sonst war es halt wirklich ein Squash-Match. Das Match war, fand ich aber sehr gut aufgebaut, denn Thunder Ja. Kitty, die ist selbst für Chikara-Verhältnisse klein, also 1,50 vielleicht. Und immer wenn die dann gegen diese 1,90 Meter Typen von der Devastation Corporation stand, haben sich die Bösen komplett kaputt gelacht über die. Und dann hat sie da auf einmal einen Suplex gegen Smash Master rausgehauen. Das war beeindruckend. Und trotz der geringeren Masse von Smash Master muss ich sagen, dass der Deathblow immer noch ein toller Finisher ist. Ja, das auf jeden Fall. Also das war das von der alten Devastation Corporation hier, wo die noch nicht so gut waren, war das eins der Highlights. Aber hier, das Match hat mich echt überzeugt. Und auch was die Jungs wieder gezeigt haben, die haben sich während Chikara weg war, haben sich echt verbessert und Respekt. Vor allem Blaster McMassive hat sich zwar nicht optisch stark verändert, sondern vom Können her. Das ist für mich der beste Wrestler von dem ganzen Team. Ja, klar. Und Vex Rumble Crunch ist irgendwie immer irgendwo außerhalb des Platzes. Oh, er ist ordentlich. Ja. Gut.
wären wir mit dem fünften Match eigentlich auch schon durch. Ich habe da auch nichts zu ergänzen. Oder wollt ihr noch was nachtragen? Nö, eigentlich nicht. Nö, ne? Eigentlich haben wir es durch. Kommen wir schon zum sechsten Match des Abends. 3PAC-0 gewann gegen die Bruderschaft des Kreuzes hoch 3 via Pin an Ares durch Pack nach einem Magistrel. Hier ging es ja nicht nur im Ring während des Matches hoch her, sondern auch vor allem nach dem Ring passierte Storyline-technisch ja einiges. Da halte ich mich mal elegant zurück, weil das gehört den Experten, nämlich euch. Bitte. Willst du? Mach du. Oh. Ja, wie schon angesprochen, Dr. Cube hatte so ein paar Schwierigkeiten immer. Also, es war klar, jemand anderer steckt unter dem Karton. Ja, kann man bei dem so eigentlich sagen. Es ist ein Karton, das ist korrekt. Es ist ein Karton, ja. Und während des ganzen Matches hat er so betont zärtlich zugeschlagen. Hat sich immer mal eingewechselt und so leichte Schläge gegen die Gegner gebracht. Ares war natürlich dann irgendwann sauer. Nach dem Match gab es eine starke Konfrontation. Und als Ares den werten Dr. Cube schlagen wollte, Werte knockten das ab und griff einfach mal seinen eigentlichen Chef an. Und während sich Dr. Cube entspannt als den ehemaligen Ring-Announcer der Bruderschaft entblößte, Jacob Hammermeyer. Eine Überraschung für mich, die mich sehr freut, muss ich sagen. Ja, du bist ja Jacob-Fan, ich eher weniger. Aber ich sag mal eher was zum Match. Das Match war auch wieder ordentlich. War, wenn jetzt Ares und Nocken im Ring waren, war es eigentlich ganz gut geführt auch. Und hat mir ganz gut gefallen. Und halt das Aftermath, das hat halt wieder, das ist halt so Shikara-typisch. Jacob hat eine Promo gehalten, dass er Nocken unter seiner Kontrolle hat mit dem Eye of Tear. Und das ist wieder so Shikara-typisch, dass ihr danach wieder die Fragen stellt, warum, wieso, weshalb, ich komme nicht mehr mit Hilfe. Und dass du wirklich diesen Cliffhanger hast und das schon nach dem ersten Tag, nach Match 6. Also das ist echt... Ah. Also ich hab Fabi am dritten Tag, haben wir uns im Live-Ticker, haben wir uns ja noch den dritten Tag angeguckt. Habe ich zu Fabi gesagt, Fabi, manchmal hasse ich Shikara schon dafür, dass sie einfach... Es ist wie wenn du in einer Serie einen Cliffhanger hast und die Serie geht aber erst in 4 Monaten weiter. Ach, es ist Oh komm. Aber ja, es ist ja das ist, was Shikara groß macht. Ja, das Match, wie gesagt, war gut. 3PAC-0 machen immer noch Spaß im Ring. Ach Mann, das sage ich heute zu häufig. Teamtechnisch sehr gut. Ja, besonders an Tag 2. Aber ich glaube, das ist jetzt im bisschen ja. Ein anderes Thema. Ja, Nocken und Ares hast du schon gesagt. Immer noch gut. Dr. Cube war storyline-technisch nur im Team. Ja, und es freut. Und Jacob hat seine beste Promo gehalten. Und zwar eine verdammt starke. Also der kann zwischen den Stimmen wechseln, zwischen der komplett sympathischen Stimme, die keiner Fliege was sein kann, zu einem komplett durchgeknallten Typen. Also wenn er so die Rolle des Dr. Cube einnimmt, das heißt... kaum in den Ring steckt, beziehungsweise gar nicht in den Ring und er so einen auf mega Messermind macht. Ich denke mal, mit dem werden wir dennoch viel Freude haben. Du bist dran, Silent. Ich bin dran. Ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen, würde dann schon zum vorletzten Match des Abends überleiten wollen. Das Goldene Trio, The Golden Trio, gewann gegen LAX, also gegen Lux, und via Pin an Chavo nach einem 3D der Throwbacks. Für mich etwas überraschend, muss ich gestehen. Ich habe ja auch in der Preview schon gesagt, dass vielleicht der Star Power, insbesondere von Chavo Guerrero, hier ausreichen könnte, um eine Runde weiterzukommen. Aber das Goldene Trio hat gewonnen. Und vielleicht kam danach auch für mich dann zur Geltung, was Chavo hier eigentlich auch letzten Endes vorhatte, nämlich Indie Wrestling und Chikara overzubringen, was er nach dem Match dann ja auch noch gemacht hat. Insofern kann man sagen, Mission eigentlich erfüllt. Und für mich, wie gesagt, überraschend, aber für andere vielleicht nicht. Wie habt ihr es denn wahrgenommen? Zunächst mal sage ich mal, es war das beste Match des ersten Abends. Ja. Für mich. Weil wir haben hier wirklich 6 Leute im Ring, die wrestling können, und das haben sie gezeigt. Das war sehr, sehr schön anzusehen, besonders Hernandez und Thomas halt mal wieder im Team zu sehen.
Es gab zwischendurch mal eine, also dann war, wurde es ein bisschen wilder im Ring und Chavo konnte hier zum Beispiel die Three Amigos auspacken und sowas. Das war schon sehr lustig gemacht und ja, überraschend. Wenn man es alle 3 Tage betrachtet im Nachhinein, dann würde ich sagen, eher weniger. Aber jetzt, wo du es gesagt hast und wenn ich auf die Preview natürlich eingehe, war es schon überraschend, dass das The Golden Trio gewonnen hat. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Match, das man sich durchaus ansehen kann, weil das war wrestlerisch wirklich das Highlight für mich am ersten Tag. Ja, sehe ich genauso. Besonders Chavo hat mir gut gefallen. Homicide und Hernandez eh über jeden Zweifel haben meistens. Icarus war eigentlich unter den sechs, der am wenigsten wrestlen kann. Aber ich meine, er ist nicht umsonst Grand Champion. Auch wenn er nicht der allerbeste im Ring ist, kann er immerhin noch was. Und ja, dass denn das Golden Trio so weit kommen würde, hätte ich zwar auch nicht gedacht. Also der Sieg gegen Lux habe ich schon so halb mit gerechnet, denn Chikawa zeigt immer, da gewinnen selten die Stars die wirklich großen Namen. Auch beim King of Trios, bei anderen Turnieren, bei anderen großen Veranstaltungen. Die Stars, also relativ Sarimon, was da Chikawa immer macht. Kota Ibushi. Meistens, okay. Gut, meistens nehme Ja, das musste ich erstmal noch lernen. Ich dachte immer, wo die großen Namen sind, da sind auch die Siege, aber bei Chikara gehen die Uhren da offensichtlich auch etwas anders. Ja, also das ist besonders, du hast ja nicht Unrecht. Das ist manchmal bei den Japanern ist das meistens so gewesen. Also wenn ich an 2011 denke, da war im Halbfinale waren schon Leute von Big Japan. Und da waren auch Legenden von Michinoku Pro im Halbfinale gegen Fist damals. Und also manchmal kommen die auch relativ weit, diese großen Namen halt. Aber es liegt halt auch daran ein bisschen, wie viel Zeit halt die mitbringen und sowas. Ich denke mal, LAX ist auch ein bisschen ausgebucht. Der als zum Beispiel jetzt die Japaner, die halt wirklich für 3 Tage kommen. Ja, das denke ich mal. Es hat auch damit zu tun, dass die Japaner, beziehungsweise die müssen erst eingeflogen werden und man fliegt die nicht ein, um einmal aufzutreten und wieder abzuhauen, Das ist sondern richtig. man will die für alle 3 Tage auszunutzen. Das heißt, entweder scheinen sie erst im Viertelfinale aus und am dritten Tag haben sie einen Auftritt in einem anderen Match oder man lässt sie halt bis zum Halbfinale drin. War auch 2012 bei den Sendai Girls so. Richtig. Ein japanisches Team bestehend aus japanischen Wrestlerinnen, die mich immer noch sehr positiv überrascht haben, die ich gerne wiedergesehen hätte. Ja. Als Mädchen waren Fabi. Ja. Die waren aber besser als Ikarus im Ring. Wer? Ich will ja nicht sagen, aber ich bin nicht besser als Icarus. Na, Moment, ich möchte mich. Ja, vielleicht doch nicht. Ich glaube, das hast du dich schon zu weit reingeredet. Ich wollte sagen, da müssen wir, waren wir Fabi bei Fabi, waren wir Kevin bei Chikara oder vorher vielleicht in der New sehen? Man ist gespannt. Also hast dich ja doch jetzt relativ offensiv positioniert. Werden wir Ist ja mal wie mit beim Cruncher. Fußball, weißt du, wenn du dann daneben stehst und sagst, oh, den Freistoß hätte ich reingemacht. So ähnlich meinte ich das eben. Ja gut, aber nur haben wir ja von Wrestling-Infos einen ganz guten Draht zu New über Cruncher und Alex Wright. Mal gucken, da kann man ja schnell den Worten auch Taten folgen lassen. Mal schauen, was geht. Ich Wollen wir meine, ich unsere. meine sogar mein Angebot von Ben gehört zu haben, dass Kevin mal in den Ring steigt. Machen wir doch mit der Review weiter. Ja, machen wir doch mit der Review erstmal weiter. Das Ganze können wir dann nachher nochmal durchdiskutieren. Der Main Event stand an. Bevor er anstand, gab es noch Storyline einiges, was ich eigentlich euch wieder überlassen möchte, weil das für mich einfach alles noch ein bisschen zu viel war. Die Colony gewann auf jeden Fall gegen die Colony Extreme Wars. Via Pin, bitte? Force. Force, Entschuldigung, Force. Via Pin an Missile Assault End durch Fire End nach dem End Hill. Zum Main Event, insbesondere zu dem, was vorher stattfand, übergebe ich wieder an euch. Fabi, mach du doch. Ich habe es letzte Mal gemacht, jetzt bist du dran. Ja, Ha, es er ging hat halt wirklich. gehört. Bitte? Es ging halt darum, um den Sieg, den damals im King of Trios die Colony erreicht hat und die dann im Laufe des darauffolgenden Jahres an die Colony Extreme Force ungerechterweise gegeben worden ist, ein bisschen zu untermauern. Und ja, das Match war das zweitbeste für mich des Abends. Etwas schwächer
als Golden Trio gegen LAX, aber das liegt halt auch daran, dass es halt mehr Storyline war. Es war eigentlich meistens, also zwei Drittel des Matches war es ein Two-on-Three-Handicap-Match, weil relativ früh im Match sind die Conny Extreme Force auf das Bein von Warhand gegangen und haben ihn dann kurzzeitig rausbefördert, nachdem sie ihm mit dem, jetzt muss ich Snowboard. überlegen, Surfboard oder Snowboard. Snowboard von Arctic Rescue Ant den Knöchel Verstauch gebrochen haben, man weiß es jetzt nicht genau. Und der konnte aber dann irgendwann zurückkommen und seinen Kollegen helfen. Und dann gab es halt die typischen Colony Spots, das Enterpult und den Anthill dann zum Sieg. Und ja, das hat Spaß gemacht. Und die Kolonie hat sich jetzt wahrscheinlich erstmal losgesagt von ihren wieder Sachen hat von der Extreme Force. Sehe ich genauso. Also es gibt so ein paar Regeln bei Chikawa. Eine besagt, schmeiß ganz viele Ameisen in ein Match und das wird gut. Ja, ist leider so. Das Match hat mir auch ganz gut gefallen. Die Colony hat mit Abstand das beste Trio, egal in welcher Formation. Mit den ganzen Ant-Moves, auch wenn man da manchmal relativ wenig durchblickt. Ja. Fand es schade, dass wir das Enterpalooza nicht gesehen haben. No. Ja, aber das kann man ja entweder Anthill oder Enterpalooza. Eins von beiden geht nur, ansonsten wäre es ein leichter Overkill. Ja, okay. Gut. Weitere ergänzende Bemerkung zum ersten Tag, sonst würde ich ihn langsam schließen wollen mit dem Fazit, dass wir eigentlich das bekommen haben, was man auch erwarten durfte. Ja, das ist korrekt. Jo. Ne, solides Wrestling, Chikara-Style Wrestling, wo bei den King of Trios ja meistens am ersten Tag, sag ich mal, die Gimmick- und Storyline-Geschichten auch mit Comedy-Einschlägen im Vordergrund stehen. Das haben wir hier gehabt. Richtige Upsets gab es eigentlich nicht. Wenn man ein Upset überhaupt sehen wollte, dann wäre das, Moment, ich hab's gleich. Wo habe ich es denn, wo Dolph Ziggler nicht dabei ist? Mensch, helft mir nochmal kurz. Die Spirit Spirit Squad. Squad. Dass die Spirit Squad gewonnen hat, aber ja nur eigentlich auch kein richtiger Upset in dem Sinne. Deswegen würde ich sagen, Team 1, Tag 1, genauso wie man es sich auch erwarten durfte. Es war ein vernünftiger erster Tag des King of Trios, wie er schon eigentlich immer stattgefunden hat. Ich finde etwas schwächer als der von letztes Jahr, also von 2012 meine ich damit. Ja, zum Beispiel, ja. Oder Aber 2009. es gab auch schon schlechtere erste Tage. Das ist korrekt. Ich habe aber gerade vergessen, also im letzten Match, also die Colony Extreme Force schreit immer ihren Namen raus und weiß auch Missile Assault End, der es mit Abstand am lautesten, am offensivsten und am selbstbewussten macht und die ganze Halle hat mitgemacht bei den Heels. Es war großartig. Jetzt bist du dran, Ja. Kevin. Ich habe zum ersten Tag nichts mehr hinzuzufügen. Also, das war ein Tag 1, wie man sich ihn vorstellen konnte, und nicht mehr und nicht weniger. Also vielleicht, es gab bessere, es gab schlechtere. Ich würde ihn jetzt in die Mitte einsetzen und ja, ich war zufrieden. Ich war auch wieder, ich habe Fabi ja schon mal erzählt, dass ich nach dem G1 Climax von New Japan so ein bisschen so ein Wrestling-Overkill und nicht mehr wirklich Lust hatte irgendwie auf Wrestling. Aber jetzt hier, ich habe jetzt NXT letztens geguckt und jetzt ein bisschen wieder Chikara. Das ist so ein bisschen gute Unterhaltung und er fühlt sich auch wieder ein bisschen lockerer und jetzt kann es weitergehen. Super, dann machen wir auch weiter, nämlich mit dem zweiten Tag. Wir haben ja nicht nur das King of Trios Turnier gehabt, sondern auch noch das Rey de Voladores Turnier. Und da ging der zweite Tag auch mit dem Erstrundenmatch dieses Turniers los. Shinron gewann gegen Rick Swan, Tigre Uno und Chuck Taylor. Reihenfolge der Eliminierung: Swan hat zuerst Taylor eliminiert, Tigre Uno dann Swan und Shinron Tigre Uno. Das Match war klasse, was ich mitbekommen habe. Und ich meine, die Kritik hat da auch in diesem Ton mit eingestimmt. Es heißt, auch in den Kritiken soll ein großartiges Match gewesen sein. Wie habt ihr es empfunden? Genau das war's. Es war einer der besseren Rey de Voladores Four-Man-Elimination Match. Und ich hatte unheimlich Spaß, weil die hatten, hier war wirklich Non-Stop-Action drin. Hier war, ja, wie soll man das beschreiben?
Die haben sich natürlich nicht an die eigentlich Regel gedacht, dass man den Gegner austaggt, aber das macht eigentlich im Raid of Volador irgendwie fast niemand. Das wird am Anfang stellen sich immer zwei in die Ecken und zwei in den Ring, aber so nach 2 Sekunden hat sich das schon wieder aufgelöst. Das ist Richtig. von Jahr zu Jahr immer wieder lustig Richtig. anzusehen. Schön fand ich, dass das Rich Swann zusammen mit Shinron dann am Ende die letzten beiden waren. Die beiden hatten eigentlich eine sehr gute Chemie zusammen. Jetzt überlege ich gerade, wen hatten wir denn noch? Die ersten beiden. Genau, Chuck Taylor wurde relativ früh eliminiert. Das fand ich ein bisschen doof. Hätten ruhig noch so 5 Minuten drin bleiben können. Ja. Aber mir hat der Opener so als Opener super gewählt, super schnell. Und mit Shinron den absolut richtigen Sieger. Ja, sehe ich genauso. Shinron war auch für mich das Highlight des Matches, was bei der Konkurrenz nicht wirklich leicht ist. Das liegt aber auch daran, ist ein großartiger Highflyer, er hat verdammt geile Moves drauf. Nur so, wenn seine Gegner mal keine Highflyer sind, das heißt, wo man nicht dauernd durch die Gegend fliegen kann, hat er so ein paar Problemchen noch. Deshalb war das Match eigentlich perfekt auf ihn zugeschnitten. Es hat Spaß gemacht, es anzusehen. Überall flog irgendwie immer was durch die Gegend. Und den besseren Opa bekommt man eher selten nicht zu sehen. Richtig. Ja, sind wir uns ja alle drei einig, was die Qualität des Openers angeht. Könnte euch jetzt sagen, was der schlechteste Opener war, aber. Dann macht das doch mal. Dafür sind wir ja heute hier. Schlechtester Opener aller Zeiten ist WCW 1991 Bash at the Beach, müsste das gewesen sein. Guckt euch das mal an, das ist echt, echt schrecklich. Ein junger Steve Austin ist dabei. Noch mit blonden langen Haaren, oder? Richtig. Ja, herrlich. Da kann es nur gut sein. Schauen wir mal. Ein Scaffold-Match. Ein Scaffold-Capture-the-Flag-Match. Ach du Scheiße. Klingt aber vielversprechend. Gut, sind wir durch mit dem ersten Match? Gehen wir zum zweiten. Das King of Trios ging weiter, nämlich mit dem ersten Viertelfinale. 3PAC-0 gewann gegen Gekido via Submission von Jigsaw im Boston Crab von Matthews. Man kann sagen, dass sich Gekido ja ein Stück weit selbst geschwächt hat oder von innen zerstört hat, weil es nämlich zu Unstimmigkeiten kam, gerade zwischen Jigsaw und Seventeen. Letzterer hat sogar Jigsaw den Tag-In verweigert. Euer Match. Ja, es war ein verdammt gutes Match. Es waren immer so in kleine Storyline-technische Sachen drin, wie zum Beispiel, dass Jigsaw mal nicht eingetaggt worden ist oder nicht ausgetaggt. Oder ja, so Kleinigkeiten, aber dem Matchfluss brachte es keinen Abbruch. Es war immer gut. 3PAC-0 haben eine wunderbare Chemie zusammen. Das ist mir bei dem Match besonders aufgefallen. Die können gerne häufiger im Team antreten. Ja. Jigsaw, The Shard, Seventeen, wie gesagt, alles gute Wrestler. Und das Match wurde so aufgebaut, dass es am Ende klar war, dass Jigsaw nicht mehr zu The Flood bzw. zu Gekido gehört. Richtig. Kevin. Ja, das Match lebt halt wirklich davon, dass das Jigsaw Stress mit seinen beiden Partnern hatte. Besonders mit Seventeen. The Shard war immer noch so ein bisschen so: Was mache ich denn jetzt? Bin ich jetzt auf der Seite meines alten Partners oder auf der Seite meines neuen Partners? Und ja, das war auch so: Hat das Match ein bisschen überstrahlt. 3PAC-0 haben natürlich dann Nutzen rausgezogen und den Sack schnell zugemacht. Ja, und was danach dann passiert ist, ist quasi, die Gekido haben Jigsaw allein im Ring gelassen, haben gesagt, wir brauchen dich nicht, brauchen keine Loser bei uns. Jigsaw war natürlich wieder ein bisschen gebrochen, geknickt. Und dann kam sein alter Partner Mike Quackenbush raus, der Director of Fun, und wollte halt ihm sagen, dass er doch bitte wieder nach Hause kommen sollte. Und daraufhin ist Jigsaw ausgerastet und abgehauen mit den Worten, ich brauche niemanden, und ja, seitdem war er nicht wieder gesehen. Okay, seitdem war er nicht wieder gesehen. Gibt es da noch zu ergänzend was hinzuzufügen zum zweiten Match? Sonst würde ich zum nächsten Match gehen. Mache Ich, ich einfach mal. Ja, ja, Fabi? naja, ich würde mich freuen, wenn Jigsaw und The Shard irgendwann mal wieder als Tag Team auftreten, denn wie schon gesagt, ich finde es eine der besten Tag Teams der USA und
Ich fände es schade, wenn die jetzt auseinander wären. Gut. Mit dieser Hoffnung Fabis gehen wir zum nächsten Match. Und zwar Juan Francisco de Coronada gewann gegen Rockstar Spud via Pin nach einem German Suplex. Es war ja im Vorfeld schon als ein, sag ich mal, ja, eher Unterhaltungsmatch angekündigt. Wenn man es unter diesem Blickwinkel sieht, fand ich es auch nicht schlecht. Ich habe mich ganz gut unterhalten gefühlt. Rockstar Spud hat sich es auch nicht nehmen lassen, dem Referee eine schöne Fliege mitzubringen. War doch eine runde Sache. Wie habt ihr es empfunden? Ja, also unterhaltungstechnisch war es in Ordnung, war es gut. Aber so, wenn ich jetzt das ganze Turnier übersehe, war es für mich das schlechteste Match des Turniers. Unterhaltungstechnisch keine Frage, da Genau. war es im oberen Drittel. Und was ich mir wünschen würde, ist, wenn TNA jetzt irgendwann den Bach runtergegangen ist, hätte ich gerne Rockstar Spud. Der richtig gut rein. Also der. Als ob er nie was anderes gemacht hätte. Der war unterhaltsam wie Sau und der hat mir richtig, also wirklich vom Unterhaltungstechnischen war es wirklich gut und mehr davon, aber wrestlerisch sag ich mir. Es war halt ein typisches Coronado-Match. Ja, Bisschen und Langeweile. Ja, aber Rockstar Swat hat echt einen guten Job gemacht. Am Anfang gab es ein kleines, wie nennt man das, Bowtie-Face-Off, in dem sich beide einfach ihre Fliegen immer gerichtet haben, auf spektakuläre Art und Weise. genau. Und am dessen Ende sich einfach mal Rockstar Swat mit den Worten, das war's dann mal, verabschieden wollte. Bis ihm gesagt worden ist, er müsste auch wresteln. Genau, Das das hat er war's. bei TNA nicht, das ist er nicht gewöhnt. Es gab dann auch schöne Read the Aber Contract genau Chance das von den sind. Fans. Es war großartig am Anfang. Und genau unter diesem Blickwinkel oder in diesem Licht habe ich das Match auch gesehen. Wrestlerisch habe ich mir da auch nicht allzu viel versprochen. Und genau diese Aktion, die Fabi gerade angesprochen hat, sind eigentlich der Grund, warum man das Match entweder mag oder es eben überhaupt nicht mag. Ne? Wenn man auch solche Aktionen kann, mag man es. Wenn man aber tolles Wrestling sehen will, sagt man, oh Gott, Wrestling, das ist der Grund dafür, dass dieser Sport in Verruf gerät. Ich fand es eben unterhaltend und zu Wrestling gehört eben Unterhaltung auch hinzu. Und wenn Richtig. man das so sehen mag, dann kann man damit leben. Und es war auch auf der Card, fand ich, genau richtig platziert, relativ zu Anfang und eben zwischen zwei Viertelfinal-Matches, denn nachdem wir mit diesem Match dann durch waren, kam dann das zweite Viertelfinale des King of Trios Matches. Die Devastation Corporation haben gegen Team UK gewonnen, via Pin an Andrews durch den Smash Master nach dem Death Blow. Und ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster und sage, bestes Match, also bestes Trios-Match des Turniers. Also das war wirklich allererste Sahne. Hat mir richtig gut gefallen. Ich war richtig im Match drin. Es passte sehr gut zwischen diesen beiden Teams. Ja, was kann ich noch sagen? Wir haben nur wieder schöne Aktionen gesehen, eine schöne Isolationsphase von der Devastation Corporation gegen Team UK. Die sich dann wieder zurückkämpfen konnten, aber am Ende halt doch das Match nicht gewinnen konnten. Und ja, ich war echt sehr, sehr positiv überrascht und mein Match des King of Trios Turnieres. Definitiv. Das unterschreibe ich mal einfach so und sag nichts mehr. Ja, dann, wenn die Experten sich einig sind, werde ich bestimmt nicht mein Wort dagegen erheben. Ich fand es, wie gesagt, auch gut oder richtig gut. Und meine ersten Chikara-Versuche, wie gesagt, ich lerne noch. Und da bin ich ja froh, dass wir hier in diesem Punkt auch nicht so weit auseinanderliegen. Match of the Night und wohl auch Match of the Tournament. Ne? Ja, aber nur das halt nur das des Trio-Tournaments halt. Da gab es ja noch ein paar andere Matches, wie das Red Bull Ja, durch. klar, Entschuldigung, Trio-Tournament, Logo. Richtig. Das nochmal quasi zur kleinen Einschränkung noch. Genau. Weiter ging's. Das von dir gerade angesprochene Rey de Voladores-Tournament gab es ja auch noch. Und nach einem starken Opener hatten wir auch das zweite Erstrunden-Match. Sanada gewann gegen Amazis, Orlando Christopher und AR Fox. Reihenfolge der Eliminierung hier: Sanada hat zuerst Orlando Christopher via Pin rausgehauen, Amazis dann AR Fox und Sanada am Ende wieder Amazis via Pin. Ja.
Hier absolut meines Erachtens der Favorit hat gewonnen. Sanada war bei uns, glaube ich, auch im Vorfeld hoch gehandelt in einem durchaus ansehnlichen Match. Was aber auch daran lag, dass wir die anderen beiden nicht gekannt haben. Ja, das stimmt, aber es gibt ja Matches, wo man schon weiß, wenn man den Gegner, den ersten Wrestler kennt, wo man sagt, okay, da spricht schon einiges für. Andererseits habe ich ja bei Chikara schon gelernt, müssen nicht immer die bekannten Namen gewinnen. Insofern, auf jeden Fall kann man sagen, der bekannteste entsprechend hat auch das Rennen gemacht und das Match fand ich eigentlich auch gut. Ja, vor allem Orlando Christopher hat mich überrascht, also ist ein Wrestler, der noch vollkommen unbekannt ist. Ich glaube, der tritt irgendwo bei einer... Er war auch hier komplett die Unbekannte für mich. Ja, es war... Ich habe mich ja vorher informiert, der tritt irgendwo regelmäßig in einer ganz kleinen Liga auf, fragt mich aber nicht welche. Der hat halt ein paar gute Moves drauf, zum Beispiel ein Coast-to-Coast-Headbutt, bei dem er sich selbst etwas ausgenockt hat. Das Ding auch eliminiert worden ist. Genau. Amasis wirkte irgendwie ein bisschen deplatziert im Match, aber nun gut. AR Fox hat ist halt AR Fox. AR Fox ist AR Fox und hat mir richtig gut gefallen. Wie immer. Dieser, ich weiß nicht, wie er den Move nennt, wo er aufs oberste Seil, also wo er in der Ringmitte aufs oberste Seil springt und dann diesen Backflip nach draußen macht, weil der sieht so komisch aus bei ihm und der ist so, sieht aber großartig. Ah, ich liebe diesen Move, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Du weißt, welchen ich meine? Den ja, ich weiß, sein Finisher, oder? Nee, nicht sein Finisher. Den macht er immer nach draußen. Ach, wo er quasi rückwärts abspringt und eine Vorwärtsrolle macht. Das ist ein... Moment. Rückwärts abspringen, der Vorwärtsrollen-Move. Nee, das... das ist ein... Das ist doch einfach nur eine Shooting Star Press nach draußen. Ja, dann eher ein 450, weil er dreht sich ja nach vorne. Ich glaube, wir haben andere Moves im Kopf. Okay. Ja, und Sanada, er war jetzt von denen, die da waren, der am wenigsten Highflyige. Er war halt eher hier der Matten-Wrestler und der kleine hinterhältige Aktion eingesetzt hat, so wie auch im Finish, als er Amasis Red Mist? Green Mist? War es Red Mist? Oder war es der grüne, Fabi? Der Bericht sagt, es war grün. Okay. als er dann Amasis Green Mist in die Augen gespuckt hat und ihn daraufhin pinnen konnte. Er hat ja, halt das Gimmick des Great Muta übernommen. Richtig, der Legende aus Japan. Die Perle des Orients, wobei der Orient nicht für mich nicht in Japan liegt, aber es ist ja auch egal. Gut. Orlando ja. Christopher vielleicht noch eben, er tritt bei XICW auf regelmäßig. Was das genau ist, weiß ich nicht, aber es ist wahrscheinlich in Detroit, also beziehungsweise in Michigan. Ja. Und er könnte auch Deathmatch Wrestler sein. Der sieht so verdammt Deathmatch-Wrestler-mäßig aus. Ja. Der sieht ein bisschen aus wie der kleine Bruder von Masada. Finde ich jetzt. Ja, okay, ist zumindest ein ähnliches Gimmick ist vorhanden. Ja. Aber er ist besser als Masada im Ring. Zumindest außerhalb von Deathmatches. Okay. Ja. Okay, machen wir weiter. Machen wir weiter. Sechstes Match des Abends. Das dritte Viertelfinale des King of Trios Tournament stand an. Das goldene Trio gewann gegen die Spirit Squad via Submission von Kenny im Chikara Special von Ikaros. Hier hat sich dann doch bemerkbar gemacht, dass Dolph Ziggler fehlte. Man hat es immerhin bis in die zweite Runde geschafft. Dann war aber Schluss gegen das Golden Trio, auch wenn diverse We Want Nikki Chants zu hören waren. Ja, genau. Kevin. Was ich ein wenig merkwürdig was mich ein bisschen am Anfang irritiert hat in diesem Match war, am ersten Tag waren die Spirit Squad die klaren Faces. Und hier haben sie die Heels gegeben. Das hat mich ein wenig verwirrt, aber das passte ganz gut gegen das Golden Trio. So konnte man den Chikara-Vertretern halt ein bisschen mehr Sympathie entgegenbringen und alles. Gerne wieder. Hier waren wieder ein paar coole Moves. Ich glaube, Mikey war es, musste eine Aktion auf die Rampe einstecken, aber da stand das Trampolin der Spirit Squad. Mikey fällt auf das Trampolin und fällt dann auf die Rampe weiter drauf. Das sah sehr lustig aus. Ja, aber ansonsten
also nach dem Weiterkommen und dann der Paarung Golden Trio Spirit Squad war mir klar, dass hier Golden Trio weiterkommt. Ja. Wobei ich Auch wenn sagen ich vielleicht muss. noch, ich hätte es vielleicht noch großartig Oh. gefunden, wenn es tatsächlich einen Run-In von Nikki gegeben hätte, aber das Ich glaube, nicht. der war auf Berufswegen verhindert, glaube ich. Er musste erst am Sonntag ran. Ja, aber ich glaube, er hat so einen komischen Vertrag unterschrieben, dass er nicht bei Chikawa auftreten darf. Leider. Aber wir haben am Anfang, also bei der Preview gesagt, die Spirit Squad sind wrestlerisch jetzt nicht zu gebrauchen. Das fand ich überhaupt nicht. Also Nein, ich war nein. sehr, sehr positiv von den dreien überrascht, die coole Aktion gezeigt haben. Also das Match war wirklich mehr, es war nicht unterhaltsam, es war wrestlerisch unterhaltsam. Und keine Ahnung, da gab es halt den Bulldog vom Trampolin übers oberste Seil. Ja, Also stimmt. wirklich ein paar coole Moves dabei. Und ja, das Match war dadurch recht gut. Überraschend gut, möchte ich schon fast sagen. Und am Ende waren alle glücklich, glaube ich. Außer die Spirit Squads natürlich. Ja. Gut. Würde ich jetzt schon zum nächsten Match kommen, was mich so ein bisschen überrascht hat, aber auch erheitert. Ashley Remington gewann gegen Yamamoto, den wir noch alle aus Yoshitatsu aus der WWE kennen, via Disqualifikation, nachdem sich Juan Francisco de Coronado einmischte. Interessant hier, meines Erachtens, dass sich Tatsu nach dem Match als, wie soll ich sagen, Täter eines Mundraubs betätigte und den Fruchtkorb von Remington stahl. Da müssen wir mal kurz eingrätschen. Grätsche. Ja, es ist ja nicht so, dass er Mundraub begeht, weil Remington schenkt ja jedem Gegner nach seinem Match einen Fruchtkorb. Ja, okay. Ja, in Ordnung. Aber gut, da will ich dann entsprechend auch nicht eingrätschen. Die juristischen Feinheiten lassen wir weg. Du wirst im Falle eines Prozesses auf der sicheren Seite stehen. Von daher lassen wir das so stehen. Wie gesagt, trotzdem, Yoshitatsu hier als ehemaliger WWE-Star will ich nicht sagen, aber WWE-Wrestler zog den Kürzeren letzten Endes. Trotz gut nur DQ, aber immerhin. Das Match machte auf mich auch so einen Eindruck, als ob niemanden Yamamoto oder beziehungsweise Tatsu gesagt hat, gegen wen er da in den Ring steigt. Denn der hatte das ganze Match über so ein kleines Lächeln, was zu schwach war, um gespielt zu sein. Und ich fand es sehr positiv, aber es wirkte so, als ob niemand gesagt hat, was da Ashley Remington alles im Ring veranstalten wird. Ja, so ein bisschen hatte ich auch das Gefühl, dass er nicht ganz wusste, was er mit der Situation anzufangen hat. Aber es war durchaus ein amüsantes Match und es war auf jeden Fall besser als das andere Singles-Match, das wir zuvor gesehen haben. Ja, Yamamoto ist ein guter im Ring, Ashley Remington ist ein guter im Ring und irgendwann haben sie auch beide aufeinander abgestimmt. Ja, und jetzt werden wir wahrscheinlich durch das Finish, weil ja Coronado eingegriffen hat und dafür gab es ja die DQ für Remington. Werden wir wohl bald eine Fehde zwischen den beiden sehen. Ja, wobei ich glaube, da werden sich noch ein paar andere einmischen, denn vorher saß ja Juan Francisco am Kommentatorenpult und hat so die ganze Zeit gemerkt, dass er den einzig wahren German Suplex drauf hat und dass ihn kein anderer benutzen dürfte, denn keiner könnte ihn so gut wie er. Das soll er nochmal dem Typen sagen, der den German Suplex gleich im Main Event benutzt. Ja, und ja, das Match war gut, es war die Mischung aus Spaß an der Sache und gutem Wrestling. Ja, ansonsten alles, was Kevin gesagt hat. Gut, kommen wir zum achten und letzten Match des zweiten Abends. The Flood gewann gegen The Colony via Pin an Worker End durch Jimmy Jacobs, nachdem der große Diktator und Soldier End für Ablenkung gesorgt haben und eine Backfist von Kingston folgte. So, jetzt muss ich nochmal eben eingrätschen, weil Eddie Kingston hat in diesem Match auch einen German Suplex gezeigt. Und da soll ich mal Coronado mal zu ihm hingehen und sagen: Nee, 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 meine ich nicht. Ja, das Match war gut. Habe ich eigentlich auch nicht anders erwartet bei der Paarung. Und solche End neues Outfit sieht absolut genial aus, finde ich.
Ist sehr, sehr dunkel angehaucht auch. Das Jahr hat recht. Ja, es ist so eine schöne Mischung aus Dunkel, aus seinem alten Outfit. Das hat, sieht so ein bisschen anders schüssig aus, aber es gefällt mir sehr. Von dem Match her, ja. Ich glaube, viel mehr gibt es da nichts zu sagen. Kingston, Jacobs wie immer gut, Colony wie immer gut, Volga wie immer mit in Ordnung. Kevin, hast du noch was hinzuzufügen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht mal so, dass, es wenig Trios-Aktionen gab zwischen dem Team von The Flood. Bei denen gab es eher so, dass das relativ Intelligente, dass sie dann irgendwann den Gegner am Boden gehalten haben und dann versucht haben, so auszutaggen, was sie sehr gut gemacht haben. So. Aber halt wenig, ja, wenn sie halt wenig Trios-Moves eigentlich gezeigt haben, so ist es richtig. Vielleicht hätte die Colony präventiv, ist geeignet dafür. Gut. Fabi? Ja. Boah. Nach dem Match passierte dann halt noch, dass auf einmal Kid Cyclone mit seinen Kumpanen eingriff. Das haben sie schon vorher angekündigt im Verlaufe des ersten und zweiten Tages. Cyclone und Equinox der dritte und Creator Wrestler der zweite. Die waren so der Meinung, sie wollen jetzt The Kalion mal endlich fertig machen. Haben ihn auch immer als Feigling beschimpft. Was sehr mutig war, finde ich. Oder Buben. Also man kann entweder was Dummheit oder Mut. Man weiß es ja nicht. Ja, und The Kalion wurde tatsächlich auch demaskiert. Und mal ganz ehrlich, er sieht zwar recht sympathisch aus, aber er hat die Stimme, die Brock Lesnar gerne hätte. Jo. Vielleicht noch dazu Kit. Equinox der Dritte, der übrigens ein cooles Outfit an hatte, und Create a Wrestler der Zweite wurden halt relativ schnell umgebracht mit dem Chokebreaker. Und dann, als Kid Cyclone dran an der Reihe war, hat er ein bisschen rumgestrampelt und hat ihm so die Maske abgezogen. Und hervorkam halt ein Mann mit Glatze, der ein bisschen aussieht wie der Bruder von Ares, nur 5 Köpfe größer, 5-mal so breit. Also von den Schultern her sieht es auf jeden Fall so aus. Mit ja, so einem Kinnbart von den Ohren bis also runter bis zum Kinn. Und komplett schwarzen Kontaktlinsen. Und der hat wirklich eine richtig tiefe, böse Stimme, die richtig, richtig krass sich anhört. Und wenn du dir dann mal so ein Tier wie Brock Lesnar anhörst, gibt es ja schon viele Verarschen mit seinem Mädchenschreien und so. Also das ist wirklich, Fabi hatte echt recht, das hatte ich mir echt gedacht an dem Tag. Aber mir kam am Anfang, also als ich das sofort gesehen habe, habe ich gedacht, ah, die Demaskierung kommt mir zu früh. Aber als ich dann die bewegten Bilder und alles gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh, ich kann damit gut leben, freue ich mich drüber. Und ja, mal gucken, was jetzt noch weiterkommt mit ihm. Er war ja am dritten Tag leider nicht mehr da. Interessant finde ich nur, dass tatsächlich, also mal abgesehen von ihrer Storyline, kein Arsch kennt diesen Typen. Oh. Es ist so. Also es gibt da schon, also David Andrews wird da gehandelt, dass er es ist. Das ist ein ehemaliger Ring of Honor Schüler, der ein Jahr lang gewrestelt hat, danach aufgehört hat, aber so recht weiß eigentlich keiner, wer dieser Typ ist. Also wird wahrscheinlich wieder aus der Wrestle Factory sein. Aber den gleich so eine große Rolle zukommen zu lassen. Wunderkind. Er wird sich zeigen, wenn er mal in den Ring steigt, also auch ein Match bestreitet, wie er so ist. Wenn er in Ordnung ist, kann ich damit leben. Ansonsten, na, muss man mal schauen. Schauen wir mal, wie du schon sagtest. Auf jeden Fall endete noch da dass dann irgendwann das Hallenlicht anging. Die Colony war wieder bei Bewusstsein und dann kam auch der Trainer Hello Wicked raus und hat sich dann um Kid Cyclone ist übrigens abgehauen. Irgendwann kam dann halt und haben noch die Reste eingesammelt, die noch im Ring lagen von Equinox 3 und Creator Wrestler 2. Gut. Noch weitere Ergänzung, sonst würde ich kurz mit Tag 2 mit einem Fazit abschließen wollen. Wrestlerisch
wurde es, war es meines Erachtens ordentlich bis teilweise richtig gut. Die Unterhaltungsaspekte wurden meines Erachtens auch gut eingestreut. Ich war mit Tag 2 eigentlich durchaus zufrieden. Ich fand, es war der stärkste Tag von den dreien. Es waren ja, viele, sehr gute Matches oder gute Matches. Bis auf das Match mit Juan Francisco war alles gut, teilweise sehr gut und ja, kann man sich angucken, auch als Nishikara-Fan. Ja, Kevin hat ja eben schon, sag ich mal, aus dem Off zugestimmt, dem, was Fabi gesagt hat. Sind wir uns also war auch der abwechslungsreichste Tag, fand ich. Ja. Also die Mischung passte einfach auch. Also ja. das wirkte alles homogen und war eine schöne Sache, fand ich auch. Damit können wir auch Tag 2 jetzt abhaken und kommen wir zu Tag 3 zum großen Finale. Und es ging gleich mit einem Knaller los. Das goldene Trio gewann tatsächlich gegen The Flood via Submission von Volga im Chikara-Special von Ikarus. Fabi hat sich kaum einkriegen können, hätte ich beinahe gesagt. Deswegen kriegst du auch das erste Wort. Das war tatsächlich eine starke Überraschung, was im Nachhinein aber wiederum Sinn ergibt. Also ehrlich gesagt, wer die Preview gehört hat, wird sehen, wir haben so Flat als Sieger gesehen, als klaren Sieger. Und als die dann im Halbfinale einfach verloren haben, es war so, okay, was jetzt? Aber im Nachhinein würde ich sagen, es macht Sinn. Denn weder Jacobs noch Kingston, es war tatsächlich diese unbekannte Volga, die am Ende die Niederlage von The Flood besiegelte, was eigentlich viel Sinn ergibt. Das Match war gut, wie viele anderen. Und ja. Ja, Kevin. Ja, viel Großartiges. Ich war auch total überrascht. Ich habe ja mit Fabian den Live-Ticker gelesen und dann dachte ich so, what the fuck ist denn jetzt hier los? Aber ja, von wem sollen sie aufgehalten werden, wenn nicht von den drei Leuten mit dem Gold um die Hüfte? Ja, am Ende wurde ja noch ein bisschen das Golden Trio ein wenig geschwächt. Ich meine, Dasher hat nochmal irgendwas einstecken müssen. Ja. Ein Spear, glaube ich, auch. Ja, ich glaube, ein Spear von Jacobs war es. Ja, und ja. The Flood kam ja immer mit dem Snow Troll raus, hier dem von der Baltic Siege, den ja Jacobs irgendwann als Haustier bekommen hat von Deukalion. Und der wurde von Ikarus befreit und erst hat er sich so gefreut und dann hat er gedacht, oh verdammt, hier läuft ja noch irgendwo Deukalion rum und Jacobs ist auch nicht lustig, mit ihm zu spaßen. Ich gehe lieber mal zurück und hat Ikarus darauf einen Tiefschlag verpasst. Und dafür wurde, ich glaube, zum allerersten Mal wurde der Schneetroll dafür gelobt. dass er irgendwas gemacht hat. Der wurde ansonsten nur als Schutzschild benutzt, durch die Gegend getreten, gezogen als Fußmatte und sonst quasi. So ziemlich als kleiner Fußabtreter. Und ja, er wird nun wahrscheinlich offiziell flott sein und hoffentlich nicht mehr ganz so, wie sagt man es am besten, trollmäßig verarscht von Jacobs. Ja. Jo. Ich denke auch, zum ersten Opener ist alles gesagt. Eine große Überraschung. Aber letzten Endes, wie Fabi schon sagte, das kann man durchaus so bucken. Es macht auf jeden Fall Sinn. Das zweite Match zeigte uns das zweite Halbfinale des King of Trios Tournaments. Die Devastation Corporation gewann gegen die Facepaint-tragenden 3-Pack-O via Pin an Parker nach dem Deathblow und einem Eingriff von Sydney Bacabella. Jo. Ja, zuerst kam halt die Devastation Corporation raus, auch mit neuem Facepaint. Etwas gewöhnungsbedürftig, weil rote Farbe auf schwarzer Haut bei Blaster McMassive sieht ein wenig merkwürdig aus, aber okay. Ja, was wäre noch zu sagen? Dann kam halt das Repack-O raus, hatten, ich glaube, komplett zweite Gesichtshälfte, einmal schwarz, einmal rot und Archie hatte, glaube ich, so eine Mischung aus beiden drauf. Kann man machen, war auch ganz cool eigentlich umgesetzt. Ja, Fabio, was gibt's noch zu diesem Match zu sagen? Es war auch wieder ein richtig starkes Match von der DC, aber besonders von 3-Pack-O.
Und zum Beispiel war ein Spot, der mir im Gedächtnis blieb, ist der dreifache Boston Crab, wo das Match eigentlich schon zu Ende war. Aber Bacabella hat halt den Ringrichter rausgezogen. Und deswegen konnte der das Tap-Out nicht sehen von allen dreien. Das hast du wirklich schon alles gesagt. Screw you, Kevin, du hast den Sinn eines Podcasts nicht verstanden. Ja, es gibt wenig hinzuzufügen. Ich habe eigentlich schon alles zu den Teams gesagt an Tag 2 und Tag 1. Das ist faszinierend. Es ist so im Laufe eines Turniers so. Ja, irgendwann hat man einfach nichts mehr zu sagen zu den Teams. Nö, und wenn die Matches, sag ich mal, auch dann ordentlich über die Bühne gehen und keine großen Upsets oder großen Botches drin sind, dann gibt es ja auch nicht viel mehr zu sagen. Kevin hat es ja schon Es war einfach zusammengefasst. ein gutes Match. Genau. Ja. Und als gutes Match kann es auch für sich stehen. Und von daher, glaube ich, können wir das auch so lassen. Dann waren wir mit den ganzen Vorrunden der Turniere durch. Aber bevor wir sowohl beim King of Trios als auch beim Rey de Voladores zu den Final-Matches kamen, gab es noch drei andere Matches auf der Karte. Es ging los mit dem Singles-Match. Mark Andrews gewann gegen Oliver Gimsley via Pin nach einer Shooting Star Press. Habt ihr das Match als Füller gesehen oder durchaus als etwas, was für noch mehr stehen könnte? Also ist. Füller. Ne? Na, also ich Reiner weiß. Füller. Also ich fand es auch nicht überragend und habe es auch als Füller gesehen, Also aber Fabi scheint mehr so zu sehen, schlecht ja. war es jetzt Das Match war nicht nicht. schlecht, nein, aber es war halt nicht mehr als ein Füller-Match. Das Pff. Match war gut, also besonders von Andrews, aber es hatte halt keinerlei Aufbau, beziehungsweise auch keinerlei, Ja, hat die ja. Storyline nicht vorangebracht oder Richtig, so, genau. Es hat ne? ja auch keine Story gehabt, Eben. also von daher, Also es war, dann es war, es müsstest war halt. du, bei den Indies ist es halt so, dass öfter mal was auf der Karte steht, was überhaupt keine Bedeutung Natürlich, hat. ja, Ist aber auch nicht es war schlimm. halt auch nicht vorher angekündigt und nichts. Ich fand es schon, es war gut, aber es war halt auch nicht mehr. Sagen wir so, es hatte zumindest nicht, man hat nicht das Gefühl, einen Füller zu sehen. Das hatte ich zumindest nicht, sondern habe es wirklich als einzelnes gutes Match gesehen. Sollte man ja auch. Also, wenn ein Match gut ist, dann steht es, wie wir eben schon gesagt haben, als gutes Match für sich. Und wenn es die Card auffüllt, ist das absolut legitim, wenn es dann da steht. Schlimm wäre es nur, wenn es ein Füller wäre und ein schlechtes Match wäre. Also, Füller muss ja nicht zwingend schlecht sein. Also, so habe ich es auch nicht gemeint. Das hört sich immer so negativ behaftet an, finde ich. Nein, das wollte ich. Also, ich wollte es auch gar nicht so sagen. Also, Füller können gut und schlecht sein. Das war ein ordentlicher. So, glaube ich, würde ich sagen. So kann man es sagen, ja. Gut. Noch ergänzende Worte zu dem guten, ordentlichen Füller-Match von euch Ich will Mark Andrews häufiger bei Chicago beiden. sehen. Sonst würde ich. Bitte? Ich möchte Mark Andrews häufiger bei Chicago sehen. Das ist so mein. Ja. Ja, dann hoffen wir das Beste. Jetzt mit dem Sieg steigen seine Aktien vielleicht auch in der Liga. Wir werden es erleben. Hoffentlich kommt er dann noch häufiger. Jetzt halte ich mich völlig zurück, weil ich habe hier so viele Namen auf dem Zettel und so viele Leute und Wrestler im Ring. Ich mache es kurz. Das vierte Match war das Tag Team Gauntlet Match. Jaka und Oleg gewannen gegen viele andere und da gebe ich einfach mal an die Experten ab. Haut mal raus. Ja, vielleicht erstmal Grund, dass das Ten Team, Gauntlet. Moment, das 10-Mann Tag Team Match Gauntlet Style, so sagen wir es so, einfacher Genau. nicht. Ist eine Tradition bei Chicago, das geht's immer. Das ist halt dafür da, um Contender aufzubauen und um Punkte zu sammeln für die Campeonatos de Parejas. Und das macht eigentlich immer sehr viel Spaß, ist sehr viel Comedy am Anfang und am Ende wird es halt immer ein bisschen technischer und so. Leider war es dieses Jahr nicht so, also fand ich jetzt nicht so der Knaller. Mich hat es einfach nicht mitgerissen wie in den letzten Jahren. Fing aber sehr lustig an. Wir hatten nämlich am Anfang die Los Ice Creams und Old Fashion, also Ice Cream Junior und El Hijo de Ice Cream gegen Cotton Belly und Marion Fontaine, war ich, ja. Ja. Ja, hatten wir im Ring und die haben halt wirklich das Match bestand aus reiner Comedy. Bis dann halt, die Ice Creams haben zum Beispiel ihre Sprinkles. Die böseste Waffe im Wrestling. Die böseste Waffe im Wrestling quasi, dass die Ice Sprinkles
als Ersatz für Thumbtacks ausgestreut und irgendwann haben Old Fashioned gesagt, nee, da wollen wir nicht reingeschmissen werden, wir fegen die weg oder wir saugen die weg. Haben dann wirklich einen Staubsauger zum Ring geholt und haben dann die Sprinkles weggesaugt. Und alles immer so, dass es die Ice Creams nie gesehen haben und die sich immer gewundert haben, wo denn diese scheiß Sprinkles Ja, das war, abgeblieben sind. es war schon sehr comedy-lastig und irgendwann konnten dann, ich weiß gar nicht mehr wie, ich glaube ein Roll-Up war es, oder? Ja, ich glaube, es Ein war ein Roll-Up Roll-Up. und Nachdem El Rico der dann Ice Cream konnten ein Schloss bisschen. Ice Creams, ich glaube zum allerersten Mal in diesem Ten-Team, ach Mann, in diesem Match konnten sie, glaube ich, zum ersten Mal die erste Runde überstehen. Moment, das Oder kriege ich hin. beziehungsweise überhaupt ein Team überstehen. 10 Tag Team Gauntlet Match. Woo! Danke. Bitte. Ja, machst du doch mal die zweite Runde, dann mache ich die dritte wieder. Okay, wie gesagt, die Ice Creams waren durch ihren Sieg im sozusagen ersten Match weiterhin dabei. Als nächstes kam NRG, bestehend aus, also muss ich mal selbst gucken. Wo sind die denn? Coco Beware und Owen Hart. Danke. Nee, Hype Rockaway und Race Jackson. Die sehen aus wie Coco Beware und Also meinst du Owen es? Hart als High Energy. Ich weiß nicht, ob jemand das Tag Team aus den frühen 90ern noch kennt. Ja, NRG ist ein Team aus Wrestling is Fun, also aus der Chikara Development Liga, wenn man so will. Wahrscheinlich in einer Wrestle Factory trainiert. Und ja, sind halt noch Rookies. Dafür aber finde ich recht gut. Erinnern mich so ein bisschen an 3.0, haben ähnliches Gimmick. Immer diese gute Laune. Einer davon eher ruhig, der andere komplett überdreht. Ja, müssen halt noch an sich arbeiten, aber gegen die Ice Creams hat es erstmal gereicht. Haben gewonnen in einem, ja, Ging vielleicht 3, 4 Minuten. es war der Zeit angemessen. Ja, und dann, als Ice Cream endlich raus waren, kamen die Colony Extreme Force heraus. Und zwar waren das Orbit Adventure End und Arctic Rescue End, wenn ich mich nicht irre. Missile Assault müsste es gewesen sein. Da war es doch Missile Assault End. Ja, Okay. meine ich auch. Ja, ich weiß nicht, entweder ist es weiß und weiß oder weiß und orange. Da bin ich immer mal überlegen. Auf jeden Fall konnten die halt relativ schnell auch hier wieder kurzen Prozess mit NRG machen, nachdem es hier einen Triple Rolling Suplex gab, der eigentlich ganz cool aussah. Jo. Mehr habe ich von der Extreme Force so noch nicht gesehen, deswegen Die kommen wundert es mich, dass. irgendwie immer mit ein paar Moves, die man vorher von denen noch nie gesehen hat. Das ist Nee, nee, und merkwürdig. war relativ cool und ja, die Extreme Force dann für mich zum allerersten Mal ein Favoritenteam, das nicht angekündigt war. Im Gauntlet-Match und aber das sollte sich ja schnell ändern. Und zwar nachdem die Batterie aufkreuzte. Die waren ja nachdem Kobold bei You Only Live Twice getötet worden ist, ein bisschen sauer auf The Flood. Hat man auch gemerkt. Bisschen sauer waren sie. Lalalala. Ja, Hallo, ihr Teammitglied wurde getötet. Die würden, glaube ich, jeden von sofort auch umbringen. ja, da hast natürlich recht. Mein Gott, ich bin heute mal tiefenentspannt. Ja, das Match war gut. Es war sehr brawlig, fand ich. We wenige klassische Wrestling-Aktionen. Bis halt O'Brien den Top Rope DDT, sein Finisher durchzog. So muss Der das Match immer noch gehen. absolut geil aussieht, wenn er den richtigen Gegner hat. Ja. Und ja, dann kam das Osirian Portal und ich glaube, Kevin, du bist jetzt dran. Ja, das Osirian Portal, Ophidian ja mit behilfsmäßiger Gear. Er hatte eine uralt Maske auf. Ich glaube, der hat das letzte Mal 2010 getragen. Kann gut sein, ja. Aber dafür hat er seine Hose und alles neues Gear, was auch Ja, weiterhin hat tragen halt wird. so eine selbstgemachte Jeansjacke auch angehabt. Als Ersatz für seinen Umhang. Genau, also das für seinen Umhang, weil ihm sind ja die Sachen geklaut worden. Ja, und das war, es gab einen kurzen Handshake und dann ging es aber auch direkt brawlig weiter. Und ja, irgendwann konnte das Portal die Oberhand gewinnen und O'Brien nach dem Osirian Sacrament Pin, das ist quasi, wie Fabi schon gesagt hat, der Finisher auch der Spirit Squad, nur dass bei der Spirit Squad ist es ein Big Splash und ein Leg Drop gleichzeitig und beim Osirian Sacrament ist es, glaube ich, ein 450 und ein Leg Drop gleichzeitig. Kann das sein? Nee, auch ein Crossbody. Auch ein Big Splash schon.
Ja, Okay. kann sein, dass ab und zu mal mit einem 450 kombiniert worden ist, aber Okay. das wäre dann schon wieder länger her Auf jeden und. Fall, Osirian Portal schmeißt die Batiri aus. Die Batiri habe ich, glaube ich, am Anfang gesagt, favorisiere ich hier, weil es eines der wenigsten Tag-Team ist, die ich wirklich richtig gut finde. Aber mit Osirian Portal konnte ich bis zu diesem Zeitpunkt auch noch gut leben. Ganz lustig fand ich das, als das Oporte reingekommen ist, dass Ophelien erstmal gesagt haben: Hey, we are not the Extreme Force. Genau. Um mal die Gemüter etwas zu beruhigen. Hat leider nicht so viel gebracht. Batterie sind trotzdem drauf auf die losgegangen wie sonst was. Ja. Dann kam die Block Party zum Leidwesen von uns allen, glaube ich. Dadurch war es war ein bisschen die Geschwindigkeit raus. Aber Porter ihr mählte auch die und Punkt aus Ende. Ja, sagen wir nicht schnell zu. Aber das Portal konnte nicht nur die Block Party und die Batiro eliminieren, nee, auch die Colony, bestehend aus Worker Ant und Silver Ant. Die zum ersten Mal in dieser Formation auftraten, übrigens. Oh, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Aber okay. Und wir wissen ja, Ophelion ist sehr, sehr biegsam und beweglich und der konnte dann Silver Ant nach einigen ordentlichen Aktionen zwischen beiden Teams relativ schnell nach einem Backslide mit Brücke und weiß, wenn ich das machen würde, würde ich mir wahrscheinlich jeden Knochen im Rücken brechen. Pinnen und damit hat das Osirian Portal 3 Punkte und die braucht man ja, um die Campeonatus de Pureas herauszufordern. Ja, aber bei den 3 Punkten sollte es noch nicht bleiben, denn das vorletzte Team kam herein. Team UK, also die Gebrüder Dunn. Und ja, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, die Chemie zwischen den 2 Teams. Die würde ich auch gerne nochmal in einem einzelnen Match, also in einem einzelnen Tag-Team-Match sehen. Und ja, das war bis dahin für mich so die Paarung, die beste Paarung des Gauntlets. Und das Osirian Portal holt halt ihren 4. Punkt hintereinander mal, nachdem Amasis einen 450 gezeigt hat. Und dann kam die große Überraschung. Ja, weil dann kam die Wrecking Crew, zu der auch die Devastation Corporation gehört. Jaka ist quasi Kamala in Light. Und Oleg the Usurper, also quasi Yay! ein komisch nordischer Typ in Rüstung, beides halt wilde quasi. Und dann gab es tatsächlich den Sieg von denen, nachdem Sydney Baccabella hinter den Augen von Referee Jonathan Barber Ophidian mit einer Münzrolle ausgenockt hat. Ein Einroller und 1, 2, 3, das Portal, das gerade noch 4 Punkte hatte, musste sich so einem Scheiß hingeben und gegen Jaka und Oleg. Die haben jetzt einen Punkt haben. Oh, da habe ich mich echt geärgert drüber. Richtig, richtig Ich geärgert. auch. Wahrscheinlich, als ich den Bericht geschrieben habe, dachte ich schon, oh Scheiße. Ja, vorbildlich, eure Überleitung fand ich großartig, wie ihr das gemacht habt, vor allen Dingen Fabi. Bei dem zweiten Punkt sollte es nicht bleiben, es kam auch noch der dritte hinzu. Großartig. Ja, also ich fand's klasse, wie ihr das gemacht habt. Ich musste mich erstmal an die ganzen Gesichter und so da erstmal gewöhnen und blickte da auch nicht so richtig durch. Aber Osirian Portal, also ordentliche Leistung, ne? So wie ich das mitbekommen habe. Die haben da ja ordentlich Das Vollgas Osirian gegeben. Portal ist eins der unterbewertesten Tag-Teams, die ich kenne, finde ich. Ja. Die Aber die wurden sind. ja in diesem Pay-Per-View jetzt dann, oder Pay-Per-View, in dieser King of Trios-Geschichte ja dann mal ins Endlich mal wieder. Diese haben jetzt seit ihrer bis auf das jetzt Neugründung. abgefuckte Finish stark dargestellt. Ja, gut. Was wollen wir noch ergänzend anmerken für unsere Podcast-Hörer zu diesem Gauntlet-Match? Es war nicht das Wenn ihr. Beste, aber besser als es von 2012. 2012 war. Da, das war scheiße, mal ehrlich. Ich überlege gerade, wer hat denn da gewonnen? Keine Ahnung, aber das war so ein Gauntlet-Match für alte WCW-Freunde mit, wer war denn da alles drin? Die Faces of Pain, Demolition. Hack und Demolition. Smash. Geil! Ah, die finde ich ja großartig. Es Aber hört Ex sich muss ja. geil an, aber Also Ex und Smash haben, glaube ich, die Devastation Corporation rausgeschmissen damals. Das war das Highlight. Aber Ja. Ex, der muss ja schon
uralt da gewesen. Der ist Der muss so alt. 48er Baujahr, meine ich. Der muss ja Mitte 60 oder so schon Ach, gewesen ganz sein. schön. Meine Fresse. Oh, super. Und Smash kam als Smash und nicht als Repo Man, Nee, oder? als Smash. Na Gott sei Dank. Das war Ich ja weiß gar auch. nicht mehr, wer gewonnen hat. Ach, ich weiß, wer gewonnen hat, Fabi. Hä? One, Two, Three Kid und Marty Jannetty. Ah, stimmt ja. Als sie das als letztes die Ice Cream eliminiert haben. Das klingt doch Hammer. Das muss ich mir unbedingt angucken. Das sind genau Also die, mit denen ich es war aufgewachsen so ein bin. bisschen Trash pur. Also, halt die Großartig. Faces of Fear waren noch dabei. Meng und. Nee, Quatsch, nicht Meng und der The Barbarian und der Warlord. Warlord. Genau. Geil. Der Hammer. Da müsste aber Smash, dürfte ja mittlerweile gar keine Haare mehr haben, eigentlich. Er sah aus wie von den Haaren her wie Hulk Hogan. Ja, herrlich. Das ist doch Must-See. Ich werde mich mal irgendwie schlau machen, wo ich das Ding auftreiben kann. Weil so ein Trash, das darf ich mir ja nicht entgehen lassen. Gut. Ich würde zum fünften Match jetzt weitergehen, zum Eight-Man-Tag-Team-Match. Und Ja. hier muss Kevin jetzt ganz stark sein, weil die Ja. Submission Squad gewann gegen den Gentleman's Club via Pin. Das Match wurde von den Fans als Match of the Year gefeiert. Für Kevin dürfte es da wenig Grund zur Freude geben. Richtig. Ich fange mal an, bevor Fabi mich hier gleich im Bund um Boden rantet. Ich fand das Match, es war natürlich unterhaltsam pur. Es war auch nur darauf aufgelegt, dass es unterhaltsam ist, auf nichts anderes. Weil Wrestling-technisch sind wir ehrlich, bis auf Chuck Taylor und Drew Gulak und Orange Cassidy in seinem Orange Cassidy in seiner Orange Cassidy-Rolle sind alles keine guten Wrestler, besonders nicht das Swamp Monster und besonders nicht Barry J. Ja, mit der Submission kann ich wirklich nichts anfangen, wirklich gar nichts. Ich finde sie nicht lustig, ich finde sie nicht wrestlerisch gut. Und besonders halt Gary J, der tut, als ob er eine Eule wäre. Da denke ich, da packe ich mir an den Kopf und denke mir, Alter, nein. Nein, 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 nein. Weißt du, ich mache gerne Comedy mit und auch viel, aber die sind mir einfach nur zu dämlich. Ich war auch froh, als das Match zu Ende war. Es gab ein paar nette Aktionen, wie zum Beispiel die Grenade von Chuck Taylor. Aber sonst, ich fand das Match 2012, das Comedy-Match, das am dritten Tag war. Mit zum Beispiel Colt Cabana war da drin und Darkness Crabtree und 3.0. Das fand ich um Welten amüsanter und lustiger als jetzt dieses Match. Und Unterhaltungswert sage ich, jetzt in Schulnoten ausgedrückt, mit 3 plus wrestlingtechnisch und wie es mir so gefallen hat, 5. Also Kevin, du hast echt Probleme. Ich fand es echt nicht gut, also. Klar, man kann jetzt nicht das von 2012 als Maßstab nehmen. Das Match von 2012 war großartig, das war Weltklasse. So stark war es natürlich nicht, aber ich habe mich trotzdem königlich amüsiert bei dem Match. Vor allem als der Gentleman's Club reinkam, der war halt komplett nicht angekündigt. Und die Fans rasteten aus bei denen, als die vier da aufgekreuzt sind. Und die Stimmung war während des ganzen Matches gut. Irgendwann hat sich dann Gary J die Eule auf dem Ringpfosten gesetzt und das Swamp Monster war davor. Es sah recht lustig aus, fand ich. Ja, ich fand, das Match hat Spaß gemacht. Zwischen Gary J und dem Swamp Monster entstand eine kleine Freundschaft im gegnerischen Team. Es war so eine kleine, schöne Nebengeschichte, die erzählt worden ist. Als Chuck Taylor die Granate kam, hat mal kurz, wer war's, Davey Vega die Zeit angehalten und wollte mal kurz erklären, was man denn in einer Situation wie dieser machen soll. Kann man leider nicht zu, aber naja, wie gesagt, ich fand's amüsant. Ich denke mal, die meisten, es sei denn, man hat das gegen die Submission Squad, werden ihren Spaß daran haben. Und ich finde eigentlich ein Must-See aus diesem Jahr. Ich weiß gar nicht, was Kevin hat. Ja, Böser Kevin. herrlich. Herrlich. Also ich muss das erstmal noch auf mich wirken lassen, die Geschichte, aber ich finde es immer wieder gut, wenn unsere beiden Chikara-Experten auch mal verschiedener Ansicht sind und dann auch so deutlich, das gehört sich auch so. Das muss auch so sein. Insofern schaut es euch am besten selbst an, die uns jetzt zuhören und es noch nicht gesehen haben, und macht euch eure eigene Meinung. Ich bin gespannt, ob wir drei uns auch beim nächsten Match wieder alle einig sind. Das Finale des Rey de Voladores-Turniers stand an. Shinron gewann gegen Sanada via Pin nach der Spirit Bomb. Ich fand das Match sehr gut. Die meisten Kritiker haben es ähnlich empfunden. Wie haben unsere beiden Experten es wahrgenommen?
Ja, ein ordentliches Finalmatch, würde ich sagen. Passte Ja. sehr gut. Shinron versuchte hier gegen den natürlich favorisierten Sanada anzukämpfen, schafft es auch mal gut, ihn ins Highflying zu zwingen und so Sanada einige Zeit ja, quasi ins Hintertreffen zu stellen. Aber Sanada kam halt immer wieder mit so sneaky Moves zurück und ja, am Ende gab es dann halt nochmal den Green Mist in die Augen von Shinron, der aber auskickte. Ich weiß gar nicht mehr, hat er so einen Sidekick gezeigt gegen Sanada? Kann gut sein, ja, Ja, so und genau dann weiß ich es nicht. den 360 Splash, also eins, zwei und eine halbe Drehung. Oder? Bin ich jetzt. Ne, eine komplette Drehung und eine halbe Drehung nochmal drauf, Ja. so ist es richtig. Und ja, das war dann das 1, 2, 3 und Shinron hat das Finale gewonnen und das auch relativ, also nein, was heißt relativ? Er hat es clean gewonnen und da hat er sich auf jeden Fall verdient. Verdientermaßen gewonnen. Sehe ich genauso vor. Vor allem fasziniert mich bei Shinran, dass er alle Moves eigentlich vom zweiten Seil aus führt. Das heißt, sein 630 vom zweiten Seil. Ich frage mich, wenn der aufs oberste Seil geht, was er dann veranstaltet. Dann hat er ja noch ein bisschen mehr Zeit, bis er auf den Gegner knallt. Ja, absolut verdienter Sieger. Ich habe mir schon bei der Preview gesagt, dass er für mich der Favorit auf den Sieg ist. Hat sich bestätigt. Ich bin super. Ja, gutes Match. Sehr gutes Match. Und dann folgte ja das Finale, nicht wahr, Silent? Genau. Wir kommen nämlich jetzt, wenn ihr beide auch nichts mehr zu ergänzen habt und ich mit Freuden feststelle, dass wir drei uns einig sind, Ja, zum. vielleicht noch, dass das, ich finde, Shinron hat eine relativ gute Zukunft vor sich. Gerade bei Shikara, da wird er wahrscheinlich nicht so schlecht eingesetzt werden. Und ich denke mal, dass wir ihn über kurz oder lang ohne Maske vielleicht auch bei anderen Ligen sehen werden, wie zum Beispiel Ring of Honor oder sowas. Ob er zu Ring of Honor. Ich meine, die sind jetzt mit ACH ein bisschen auf die Nase gefallen, möchte ich meinen. Ja, okay. Und Shinron, ich finde ihn ein bisschen besser als ACH, als er bei Chikawa 2012 war. Also minimal. Und ich weiß nicht, ob sich Ring of Honor da jetzt nochmal drauf einlässt, diese noch so ein High Flyer, einen jungen High Flyer, der viel Talent hat, alle nochmal einzustellen. Ich denke mal, er wird erst ein bisschen durch die Indies touren, was er jetzt auch schon macht. Also er ist bei Beyond Wrestling. Bei Chile Lucha Libre ist er zurzeit übrigens Champion. Und hat immer auch wieder bei größeren, mittleren Indie-Promotions Auftritte. Und ich denke mal auch, der wird eine große Zukunft vor sich haben. Besonders bei Chikara, wenn er da bleibt. Könnte er sogar vielleicht in die Stapfen eines Ricochet kommen, der ja zu Chikawa-Zeiten ähnlich gut war. Ja. Natürlich muss er alles stark an sich arbeiten. Also auf jeden Fall könnte er ein neuer Ricochet werden. Das Potenzial sehe ich in ihm. Ja, kann er. Also er muss auch noch ein bisschen an sich arbeiten dafür. Natürlich, natürlich. Sehr schön. Lassen wir uns überraschen. Kommen wir jetzt zum großen Finale. Die Devastation Corporation gewann gegen The Golden Trio via Pin an Dasha Hatfield nach dem Death Blow. In einem ordentlichen Finale, sag ich mal. Die Devastation Corporation hat, wenn man sich das Turnier im Gesamten anschaut, den Turniersieg meines Erachtens auch verdient. Ja, ordentliches Match, ordentlicher Abschluss. Wie habt ihr es gesehen? Ja, fand ich eigentlich ähnlich. Es war, ja, ordentlich. Es war so ein bisschen lahm, fand ich. Nicht wenig Geschwindigkeit drin. Die Endphase war auch wenig spektakulär. Also, ich meine, man wurde ein Deathrow an Ikarus gezeigt. Der hat ausgekickt. Dann hat man sich der Hatfield genommen, da den Deathrow gezeigt. Und dann hat das Match gewonnen. Es war wenig überraschend. Es war, ja, also das Finish war, fand ich, enttäuschend. Aber wie gesagt, Devastation Corporation hat den Sieg mehr als verdient, alleine weil sie so stark in den letzten anderthalb Jahren an sich gearbeitet haben, sind kein Vergleich mehr. Also beim Anniversario Never Compromise hätte ich noch jedes Talent von ihnen abgeschritten. Da hat mich nichts in dir gesehen und jetzt haben sie sich zu einem Team entwickelt, was ich durchaus gerne im Ring sehe. Und wenn sie sich weiter so verbessern, dann dürfte der nächste Schritt sein, dass sie im Tag Team erfolgreicher werden.
Ja, anders als Fabi fand ich das Match gar nicht so lahm. Ich fand es eigentlich relativ intensiv auch geführt. Besonders weil es hier eigentlich die ganze Zeit eigentlich nur Action gab und hin und her und hin und her und hin und her. Ja, dass dann Ikarus das allererste aus dem Deathblow auskickt, fand ich sehr gut gemacht. Hat mir echt gut gefallen. Ja, was ist noch zu dem Match zu sagen? Die Devastation Corporation hat wirklich einen verdammt guten Job gemacht. Das Golden Trio hat das gezeigt, wofür sie da sind, und zwar das goldene Trio zu sein und sagen, wir sind die Champs in Chikara. Was ich schön fand, war, die Devastation Corporation hat sich riesig über den Sieg gefreut. Die sind richtig Ja. ausgemacht über den Sieg. Also, wenn ich jetzt daran denke, zum Beispiel Fist 2009, die haben immer, die waren cool wie Eis, so ein bisschen so. Wir haben gewonnen. Und die Devastation Corporation halt so, oh, wir haben gewonnen, ja, und hüpften da rum, und dann kam halt natürlich die Flat raus und hat mit denen gefeiert. Also man muss sagen, das war wahrscheinlich wirklich außerhalb eines jeden Gimmicks. Das war ihr erster Erfolg in Chikawa nach ein paar Jahren. Und ich habe es denen gegönnt. Es hat mich gefreut, dass sie gewonnen haben. Und ja, sind auf jeden Fall drei sympathische Jungs, auch wenn die nicht so aussehen. Genau. Nach dem Match ging es aber eher noch weiter. Feierei von der Flat, der Lockerroom von Chikara kommt noch raus. Viel Gebrawle, Herausforderung, Titelübergabe. Da würde ich gerne das Wort an Fabi abgeben, weil der in Sachen Chikara Flat Storyline ja ganz weit vorne ist. Ja, so spannend war es, fand ich es jetzt nicht. Es war halt ein extrem großer Brawl, denn forderte Nicht Jacobs extrem aus. unübersichtlich, weil irgendwann sah ich nur noch da lagen Chikara-Wrestler. Da lagen Chikara-Wrestler und um den Ring kniete die Flat. Und neben Blaster McMassive kniete Bryce Ramsburg, der ja auch zu Chikara eigentlich gehört. Und da dachte ich mir so, was? Also war ein bisschen unübersichtlich auch alles, aber. Ich glaube, wir hatten selbst keine Peilung, was wir hier größtenteils machen. Ja, sehe ich allerdings auch. Ja, wie gesagt, Jacobs wollte den von Icarus, dass dieser den Titel an Kingston übergibt. Wenn er das nicht tut, würde er Chikara vernichten. Zu dem Zeitpunkt hat auch The Flood den Brawl klar gewonnen. Also die Chikara-Wrestler waren alle größtenteils ausgenockt, beziehungsweise am Boden. Richtig. Icarus hat dann auch den Titel nach eigenem Rumgeweine übergeben. Zum Das Schock der Fans, aber die waren richtig natürlich. geschockt. Und hat dann danach erklärt, ja, ohne Chikara ist der Titel bedeutungslos, hat dann auch auf Kingston eingeredet, ob dieser der King of Ashes sein will. Und dann hat sich Kingston besonnen, hat sich gegen The Flood gestellt, gegen Jacobs. Und so Ja. startete dieser Brawl quasi neu und die Chikara-Wrestler behielten die Oberhand, The Flood flüchtete. Und Kingston übergab den Titel wie an Icarus mit den Worten: Halt ihn warm für mich. Richtig, genau. Und hat dann Leine gezogen. Man muss dazu sagen, The Flood ist immer von hinter der Bühne, also von außerhalb gekommen. Also hat nicht den Entrance-Bereich genutzt. Richtig. Und Kingston ist dann halt durch den Entrance auch abgehauen, was klar dafür in Zeichen, dass er wieder ein Teil von Chikara ist. Also. Und ja, ich fand es eigentlich etwas zu schmeißig, muss ich ehrlich sagen. Dass Icarus der erst den Titel nachheult. Und ich mag es nicht, wenn es so schmeißig ist. Ja, in bewegten Bildern war es dann noch etwas besser, als ich den Bericht gelesen habe. Habe ich eigentlich nicht so viel zu meckern gehabt. Es war klar, dass das dann irgendwie Icarus versucht, Kingston, der ja wirklich alles tun würde für den Titel, dazu zu bringen, wieder zu Chikara, ja. Chikara zu kommen. Und hat ja auch danach geklappt. Den Brawl danach konnte dann also Chikara gewinnen gegen The Flood, die dann abgehauen sind. Und die Feierei danach fand ich ein bisschen blöd, weil man nimmt so ein bisschen den Fokus von der Devastation Corporation als Sieger runter. Wahrscheinlich Ja. wollte man einfach so ein Good Feeling hinterlassen, denn es war immer noch das King of Trios und ich denke, man wollte die Fans mit einem guten Gefühl nach Hause schicken. Und was haben sie 2010 gemacht? Ja, mein Gott. Man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass die Devastation Corporation
clean gewonnen haben auch. Ja, Sydney Vaccarella wollte zwar einmal kurz eingreifen, aber es war jetzt, es wurde innerhalb von 2 Sekunden nach dem Motto, er wollte eingreifen, hat es nur nicht geschafft, hat nichts genutzt und daher cleaner Sieg, gut gemacht. Und Sydney Vaccarella wird langsam so etwas erfolgreich. Ich meine, er hat das Tag Team Gauntlet gewonnen, er hat das King of Trios mit seinem Team gewonnen. Also, wenn er nächstes Jahr beim King of Trios noch jemanden fürs Rey de Voladores aufkreuzt, mach ich mir da Angst. Ich mag diesen Typen nicht. Gut. Gut. Ja, Fabi? Nee, mach du, mach du. Ja, ich würde jetzt sonst langsam zur Abmoderation kommen wollen. Es sei denn, es gibt noch etwas, was ihr unseren Podcast-Hörern Berichtenswertes noch zum Match oder generell mitteilen wollt. Wir können ja so ein kleines Fazit erstmal Wollte ich ziehen. Das gerade sagen. wollte ich sowieso. Da wäre ich mich zum Fazit dann nämlich jetzt kommen. Das wäre für mich Teil der Abmoderation gewesen. Ich halte für mich fest, ein ordentlicher erster Tag, ein teilweise starker zweiter Tag und ein auch ordentlicher dritter Tag, der die Fans von Chikara, sag ich mal, auf jeden Fall zufriedenstellen sollte, die, die Chikara noch nicht kennen sollten. Ich sag mal so, es gibt bestimmt schlechtere King of Trios Tournaments, mit denen man starten könnte. Guckt es euch einfach an. Ihr werdet, so wie ich es zumindest empfunden habe, all das sehen, was Chikara ausmacht. Sprich viel Gimmick, viel Gimmick Wrestling, viel Unterhaltung, viel Storyline. Und es ist eigentlich immer irgendwie was los. Und von daher war es für mich eine runde Sache. Das ist mein Fazit zum King of Trios. Jetzt kommen unsere beiden Experten. Wer möchte anfangen? Ja, ich mach's. Ja, Witz, okay, mach du, mach du, mach du. du hast recht, es gibt definitiv schwächere King of Trios, also ich würde jetzt an der Zahl sagen zwei, aber es gab auch schon bessere, deswegen es ist so ein Mittelding gewesen dieses Jahr wieder für mich. Es kommt nicht an das Starke von 2009 ran, oder 2011, da waren einfach zu viele starke Matches dabei. Ja. Aber was kann man noch sagen? Ich war zufrieden. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt, alle 3 Tage über. Nehmen wir mal das Match von der Submission Squad raus, womit ich echt nichts anfangen konnte. Ansonsten guckt es euch an. Es ist relativ ordentlich. Es macht wirklich alles das aus, was Chikara ist. Und ja, was soll ich noch mehr sagen? Das Sein hat mir eigentlich alle Wörter geklaut. Mist. Dann mache ich doch einfach weiter. Also, das King of Trios war gut, so wie immer. Das war, also, man hat gemerkt, als die Card verkündet worden ist, dass es so eine kleine Enttäuschung gab, aber unterm Strich war es nicht gerechtfertigt. Das war ein, wie immer, gutes King of Trios, nicht das Stärkste, nicht das Schwächste. Vor allem hat mir gefallen, ich bin ja einer, der jede einzelne Chikawa-Show guckt, was relativ teuer ist, aber das ist meine Sache. Ja, und die bisherigen Shows, bis auf You Only Live Twice und The Living Daylights, die waren zwar gut, aber es fehlte so ein bisschen immer dieses Chikara-Feeling, nenne ich es gerne. Man hatte nicht das Gefühl, dass es eine Chikara-Show ist, weil es einfach recht schwach war, recht und. Jetzt beim King of Trios ist man aus diesem Trott wieder rausgekommen. Man hat den Spaß an der Sache gemerkt, den alle dabei hatten, den Chikawa ausmacht. Und ja, für mich eigentlich, so wenn ich es mal mit anderen, mit You Only Live Twice vergleichen müsste, fand ich zwar insgesamt King of Trios nicht so stark wie You Only Live Twice. Das heißt, es ist meine zweitliebste Chikawa-Show in diesem Jahr. Mal sehen, was noch kommt. Und ja, es war gut. Und kann ich nur empfehlen, das System anzuschauen. Ich glaube nicht, dass man enttäuscht wird. Das sind doch mal gute Schlussworte. Und vor allen Dingen, wenn mein Fazit sich so mit dem von Kevin deckt, dass er schon sagt, ich habe ihm die Worte geklaut, dann bin ich ja beruhigt, dass ich nicht so falsch gelegen habe. Wie gesagt, ihr könnt euch das Ding über Smartmark Wrestling bestellen. Smartmark Video. Entschuldigung, Smartmark Video bestellen. Wenn ihr da Interesse habt, schreibt einfach unter unseren Podcast auf der Startseite oder im Board, dass ihr Interesse habt. Ich möchte wetten, Fabi wird sich nicht lange lumpen lassen, euch die Adresse zukommen zu lassen. Wir können sie auch eigentlich schon fast im Podcast selber bringen, müssen wir mal gucken.
Ja, guckt es euch an. Fabi, du willst noch was sagen, höre ich gerade. Ja. Du hast sogar Luft geholt. Also man muss dazu sagen, das Smart Track Video veröffentlicht nicht nur auf DVD und Blu-ray, sondern auch auf Video on Demand und MP4 Download. Das heißt, man kann sich es ohne Importkosten auch recht günstig bestellen, beziehungsweise legal angucken. Es gibt natürlich noch die böse, die umsonst ist, aber Nee, die wollen wir hier nicht erwähnen. davon wissen wir nichts und das wollen wir Gibt auch es gar keine nicht weiter Version thematisieren. umsonst? Nein, Nein, Kevin, das sind. gibt's nicht. Du musst dir weiter jede Blu-ray kaufen. So. Okay. Das sind irgendwelche Mythen, von denen wir uns hier ausdrücklich distanzieren. Sowas gibt es nicht. Und vor dem Hintergrund, wie gesagt, schaut es euch an. Und ja, ich denke, damit sind wir durch. Vielen Dank, dass ich euch beiden so ein bisschen die Stichworte geben konnte. Wir Und ich danken würde dir. sagen, Jo. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.